Das System, das hier dahinter steckt, sind zwei Dinge. Wir unterscheiden nämlich zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation ist die Motivation, die Sie von sich aus mitbringen. Ihr innerer Antrieb, Ihr Interesse am Lerngegenstand, Ihr Interesse an den verschiedensten Dingen. Auf der anderen Seite, die extrinsische Motivation, ist die Motivation, die von außen kommt, wie beispielsweise mein Lob oder meine Belohnung. Und um das genauer zu hinterleuchten, wollen wir uns im nächsten Schritt einfach mal ein paar Motivationstheorien genauer ansehen. Wenn wir über Motivationstheorien sprechen, dürfen wir natürlich auch die Motivationstheorie von Herzberg nicht außen vor lassen. Herzberg unterscheidet bei seiner Motivationstheorie zwischen zwei wichtigen Punkten. Zum einen den Hygienefaktoren und zum anderen den Motivatoren. Zwei Fachbegriffe, die Sie so schon mal verinnerlichen sollten. Lassen Sie es uns wieder an einem Beispiel festmachen. Hier bei uns im Unterricht, bei Karriere und More, haben wir, wenn Sie das allererste Mal bei uns in die Räumlichkeiten kommen, einige Dinge ein bisschen anders wie bei anderen Seminaranbietern. Es gibt kostenlose Bonbons, Getränke und das nehmen Sie ganz positiv wahr. Das sind also gewisse Motivatoren, wo Sie sagen, das haben Sie so bei anderen Bildungsträgern vielleicht noch nicht gesehen. Auf der anderen Seite die Hygienefaktoren sind die Dinge, die Sie sowieso erwarten. Ein Stuhl, ein Tisch, ein Skript, ein Dozent, ein Raum drumherum, der einigermaßen vernünftig temperiert ist. Sind diese Hygienefaktoren für Sie nicht erfüllt, so kommt bei Ihnen Unzufriedenheit auf. Das heißt, wir sprechen hier bei den Hygienefaktoren auch von sogenannten Dissatisfaktoren. Von Dissatisfaction. Sie sind also unzufrieden, wenn kein Dozent morgens kommt. Kann ich natürlich gut verstehen. Lassen Sie uns nochmal zu den Motivatoren kommen. Bonbons, Getränke, sagen Sie, tolle Sache, finde ich gut, gefällt mir, motiviert Sie. Wie ist es denn, wenn Sie mal zwei, drei Wochen, zwei, drei Monate bei uns den Kurs besuchen? Dann haben Sie sich daran gewöhnt. Das heißt, so ein bisschen wird aus diesen Motivatoren plötzlich wieder ein Hygienefaktor. Denn wehe, es fehlen mal die Schokobons. Dann wird es schon schwierig, Sie sind mir wieder unzufrieden. Das heißt, ein Hygienefaktor, an den Sie sich plötzlich gewöhnt haben. Also was wir behalten, ist auch, Motivatoren sind immer recht kurzfristig, wenn sie von außen, also extrinsisch, kommen. Wir haben also zwei neue Begriffe kennengelernt. Zum einen die Hygienefaktoren und die Motivatoren. Das sind die beiden wichtigen Begriffe, die Sie aus der Theorie von Herzberg mitnehmen sollten. Die erste Theorie, die ich mir nun gemeinsam mit Ihnen einmal angucken möchte, ist die Motivationstheorie von McGregor. McGregor unterscheidet eine X- und eine Y-Theorie. Wie Sie an den beiden Männchen hier schon schön erkennen können, sind es zwei ganz unterschiedliche Menschenbilder. Wir haben zum einen den X-Typ, der eher verschlossen ist, wenig engagiert aussieht, und zum anderen den Y-Typ, der viel Motivation ausstrahlt. Was steckt also dahinter? Zwei unterschiedliche Menschenbilder. Der Unengagierte und der Engagierte. Im Detail sieht es wie folgt aus. Die X-Theorie besagt, der Durchschnittsmensch ist träge, geht der Arbeit so weit wie möglich aus dem Weg. Mitarbeiter haben nur wenig Ehrgeiz, scheuen Verantwortung und möchten angeleitet werden. Das heißt, das klassische Befehl- und Kontrollesystem. Mitarbeiter sind durch ein dominantes Sicherheitsstreben gekennzeichnet. Das heißt, die Mitarbeiter wollen keinerlei Verantwortung übernehmen, sondern wollen klare Vorgaben, um so ihre Ziele entsprechend zu erreichen. Sicherheitsbedürfnis steht im Vordergrund. Durch Druck und mit Hilfe von Sanktionen muss versucht werden, die Unternehmensziele zu erreichen. Wenn wir jetzt also schon einen Sprung in unser Führungsverhalten und die verschiedenen Führungsstile machen, so sei an der Stelle schon erwähnt, dass es sich hier nur um den autoritären Führungsstil handeln kann. Ansage und Gehorsam.
Straffe Führung und häufige Kontrolle sind wegen der Trägheit des Menschen unerlässlich. Das heißt, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, so brauchen wir, wie die Amerikaner sagen würden, einen Stock oder eine Karotte. Im besten Fall beides und eher ein bisschen mehr Stock. Auf der anderen Seite ein anderes Menschenbild, die Y-Theorie, die nun besagt, Arbeitsunlust ist nicht von Natur aus angeboren, sondern Folge schlechter Arbeitsbedingungen. Das heißt, hier sind es die Rahmenbedingungen. Wenn wir den Bogen zur Vorhin schalten, sagen wir, okay, der Mensch ist eigentlich intrinsisch motiviert, der will arbeiten, der will auch die Ziele des Unternehmens verfolgen und erreichen. Nur die Rahmenbedingungen des Unternehmens verhindern die guten Arbeitsergebnisse. Ist ein ganz anderer Ansatz. Mitarbeiter akzeptieren Zielvorgaben, sie besitzen sowohl Selbstdisziplin als auch Selbstkontrolle. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind in der Lage, handlungsorientiert zu arbeiten, sich selbst Ziele zu setzen, diese zu verfolgen und nachher auch zu kontrollieren, ob wir unser Ziel auch wirklich erreicht haben. Die Mitarbeiterpotenziale sind größer als vermutet und damit stärker als erwartet nutzbar. Das heißt, die Mitarbeiter bringen alles mit, was wir zum Erreichen unserer Ziele brauchen. Wir müssen uns nur optimal die Mitarbeiter durch viel Kommunikation auch mit einbeziehen. Durch Belohnung, hier kommt jetzt wieder der extrinsische Motivationsanreiz ins Spiel, und die Möglichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung werden die Unternehmensziele am ehesten erreicht. Sie sehen also das komplette Gegenteil. Bei günstigen Erfahrungen suchen die Mitarbeiter die Verantwortung, wenn sie richtig geführt werden.